Sehr gut, ich bin Eva und in dem Video erkläre ich vier bedeutende Persönlichkeiten in der modernen Low-Cost-Bewegung, die mich auf jeden Fall sehr inspiriert haben. Die erste Person ist Dr. Douglas Graham, dann haben wir Robert Morse, dann haben wir Arnold Ehret und Lauren Lockman. Und ich werde zu jeder Person ein bisschen was über diese Person erzählen und auch zu den Werken und Schaffen. Ich fange an mit Dr. Douglas Graham. Es ist der Autor der 80-10-10 Diät und ich fange an mit ihm, weil er mich auf jeden Fall als erster inspiriert hat und ich auch sein Buch als erstes gelesen habe von allen Büchern. Genau, er ist ein lebenslanger Athlet und hat schon viele bedeutende Persönlichkeiten geholfen, zum Beispiel der Schauspielerin Demi Moore oder der Tennislegende Marta Navratilova. Aber er hat auch vielen anderen Personen, die sehr bekannt sind, geholfen. Genau, bevor seinem Schaffen in der Rohkost hat er 20 Jahre lang als Chiropraktiker gearbeitet, bevor er dann angefangen hat, wirklich Seminare zu geben oder auch sein Fastencenter in Florida zu führen, wo er praktisch Wasserfasten anbietet. Zu der Diät, das ist die 80-10-10-Diät, das heißt, dass 10%, dass 80% der Kalorien sollten von Früchten kommen, die sehr reich an Wasser sind, möglichst Biofrüchten, dann 10% Fett und 10% Protein, das heißt Fett und Protein sehr, sehr niedrig. Und in seinem Buch, was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann, beschreibt er praktisch, warum wenig Fett, warum viele Kohlenhydrate, warum Rohkost, warum Früchte und so weiter. Also er bezieht sich wirklich sehr auf die Ernährung. Und er hat auch einen YouTube-Channel, das ist Food and Sport. Und der YouTube-Channel ist sehr, sehr informativ, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich für diese Themen interessiert. Ich verlinke ihn in der Infobox. Genau, dann haben wir die zweite Person, das ist Robert Morse. Und Robert Morse ist der Autor von The Detox Miracle Source Book. Das ist ein Buch, was hauptsächlich sich über Detox, also Detox sehr stark behandelt, die Symptome, warum man die Symptome bekommt und sich auch mit verschiedenen Krankheiten beschäftigt oder auch verschiedene natürliche, also Wege, wie man Krankheiten heilen kann und über natürliche Medizin. Robert Morse hat ebenfalls einen YouTube-Channel, der heißt Robert Morse Send, verlinke ich auch, und er macht ganz, ganz viele Videos, in denen er über Natur, also wie man Krankheiten natürlich heilt, über Detox redet, über Iridologie redet. Das heißt, für die, die es nicht kennen, ist, dass man seiner Meinung nach Krankheiten sieht im Auge. Also man sieht mit an den Augen, an der Pupille und so weiter, sieht man, mit welchen Krankheiten Menschen zu kämpfen haben. Und er beschreibt auch viel das lymphatische System. Und genau, ich glaube, das ist über ihn. Er hat ebenfalls so ein Gesundheitscenter, das ist auch in Florida, wo man Kurse bei ihm belegen kann und auch praktisch so eine ganze Ausbildung machen kann. Und er beschäftigt sich auch sehr viel mit Kräutern. Also er hat auch so eigene Kräutermischungen oder so, die man bei ihm kaufen kann. Genau. Und dann die nächste Person ist Arnold Ehret. Arnold Ehret ist schon länger verstorben. Er wurde nämlich geboren 1866 in Deutschland und er ist ein deutscher bekannter Rohköstler und alternativer Gesundheitserzieher oder so, wie man das sagt. Genau, und er hat auch ein oder mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel Gesunde Menschen oder auch die schleimfreie Heilkost. Zu seinem Leben, er hat studiert, hat dann gearbeitet in einer technischen Schule, hat dort gelehrt, hat aber immer wieder mit gesundheitlichen Einschränkungen kämpfen müssen und hat dann eben begonnen, mehr Obst zu essen und zu fasten und so eine spezielle schleimfreie Diät zu beginnen und hat dann damit eben Ergebnisse erzielen können, die ihm sehr, sehr getaugt haben. Und er war so fasziniert von dieser Diät und dieser Form, dass er erst ein eigenes Heilungscenter in Deutschland eröffnet hat und später dann nach Los Angeles gegangen hat und dort verschiedene Gebäude eröffnet hat, wo er gelehrt hat und auch Leuten praktisch gezeigt hat von seiner Diät.
genau gestorben ist er 1922 bei einem Unfall, wo er gestürzt ist und seinen Kopf verletzt hat. Genau. Und sein Werk, also die Schleimfreie Hackhaus zum Beispiel, es ist obstbasiert. Das heißt, viel Obst, wenig Fett, und es geht auch ums Fasten. Und ich finde es sehr interessant, weil obwohl seine Bücher schon über 100 Jahre alt sind, haben sie trotzdem noch ein paar Elemente, die sehr, sehr informativ und sehr, sehr hilfreich, finde ich, sein können für die Rohkost. Genau, und dann die letzte Person ist Lauren Lockman. Lauren Lockman lebt noch. Er ist der Besitzer von dem Tanglewood Wellness Center in Costa Rica und er überwacht praktisch zu Wasserfasten. Also er spezialisiert sich hauptsächlich aufs Fasten mit Wasser. Er hat auch einen YouTube-Channel, der heißt Lauren Lockman, wo er ganz viele Informationen teilt. Nicht nur übers Fasten, sondern auch über Detox und über Obst und Ernährung und Gesundheit. Also es ist sehr, sehr informativ, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich verlinke das auch wieder in der Infobox. Genau, er ist auch Rohköstler, also ernährt sich von Rohkost seit 1991, also ist auch schon länger dabei und er gibt viele Speeches, also sehr viele Reden und Seminare über Gesundheit, über Rohkost. Genau, und er ist auch Frutarier, also viel Obst, eher wenig Gemüse und wenig Fette und wenig Nüsse oder Samen etc. Genau, das sind die Personen, die mich auf jeden Fall inspiriert haben und die ich sehr, sehr, sehr interessant finde. Und auch die Bücher von diesen Personen haben mich sehr, sehr inspiriert und mir sehr, sehr viel gezeigt auch. Ich verlinke alles in der Infobox, wenn ihr mehr darüber herausfinden wollt. Und ich kann auch empfehlen, über Arnold Ehret gibt es Silke Leopold, die viele Videos schon zu Arnold Ehret gemacht hat. Also wenn ihr eher euch deutschsprachig aufhalten wollt, kann ich euch auf jeden Fall Arnold Ehret empfehlen und auch Silke Leopolds YouTube-Kanal, die sehr, sehr viel darüber erzählt. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr fandet es informativ. Wenn ihr es informativ fandet, klickt auf jeden Fall auf den Like-Button und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Informationen haben wollt. Genau, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, weil ich da eigentlich viel, viel mehr poste als bei YouTube, viel regelmäßiger und auch ganz viele Informationen teile. Ich heiße Fruity Eva auf Instagram. Genau, und ich habe auch eine Facebook-Gruppe, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wenn man sich für Rohkost oder auch den veganen Lebensstil interessiert, kann man sich auch anschauen. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag und alles Liebe. Ciao. Close till I get up. Time is barely on our side.